Was sind eigentlich Prozessionsspinner und was haben die mit den aktuellen Problemen des Möbelhandels zu tun? In meinem letzten Video habe ich über die verschiedenen Stadien von Industrien geredet und warum es wichtig ist, dass im Möbelhandel wirklich jedes Möbelhaus sehr individuell neue Wege geht, um dem Kunden genau das zu bieten, was der Kunde kauft. Denn der Kunde kauft keine Möbel. Prozessionsspinner haben damit genauso viele Probleme wie Möbelhändler. Denn Prozessionsspinner sind kleine Raupen, die später mal recht unansehnliche Falter werden. Und die heißen aus einem guten Grund Prozessionsspinner, die laufen hintereinander her. Und das ist normalerweise eine gute Strategie. Die laufen nachts los und der Erste, der läuft vor und läuft irgendwo im Wald rum und alle anderen laufen hinterher. Und wenn der Erste Fichtennadeln gefunden hat, das ist deren Lieblingsessen, dann haben alle was zu essen und dann kehren sie irgendwann zurück. Alle gemeinsam. Das heißt, es finden alle gemeinsam was zu essen und es kommen auch alle gemeinsam wieder zu Hause. Keiner bleibt zurück. Super Strategie, solange bis sie versagt. Jean-Henri Favre, ein Botaniker im vorletzten Jahrhundert, beobachtete irgendwann, dass eine Schar von Prozessionsspinnern in einen seiner großen Blumentöpfe gekrabbelt war. Also richtig einer von diesen großen Blumentöpfen. Und es kam, wie es kommen musste. Einer war an die Wand gelaufen, dann abgebogen und die anderen folgten ihm. Und weil der Erste wieder der Letzte war, kamen sie dann nicht mehr raus, sondern liefen die ganze Zeit im Kreis. Und der Jean-Henri Favre war Botaniker und auch gleichzeitig sehr interessiert an Verhalten und guckte, ob die es schaffen, da alleine rauszukommen. Und Tag für Tag, insgesamt 8 Tage, liefen die armen Prozessionsspinner da im Kreis. Zwischendurch fielen sie um vor Müdigkeit, völlig erschöpft. Aber sie legten immer die gleiche Strategie an den Tag. Ich muss meinem Vordermann folgen. Und da der Vordermann gleichzeitig der Erste, der Letzte war, kamen sie da nicht raus. Dann streute Favre in die Mitte des Blumentopfes Fichtennadeln, die ja sehr stark riechen, selbst für uns, die gar nicht Fichtennadeln essen. Und die Prozessionsspinner liefen weiter, nur Zentimeter entfernt oder ein paar 30, 40 Zentimeter entfernt von ihrem Lieblingsgericht, weil eben ihre Strategie nicht zuließ, dass einer abbog und Richtung Piniennadeln lief. Beinahe wäre das sehr, sehr schlimm geendet, aber irgendwann stolperte eine von diesen Prozessionsspinnerraupen und verließ da praktisch den Rand des Glases und lief hoch an den Blumentopf und lief versehentlich raus. Und in dem Moment funktionierte die Strategie wieder. Alle anderen liefen hinter ihm her und sie liefen die Wand des Blumentopfs runter, fanden wieder auf den Boden und waren alle gerettet nach über 8 Tagen. Was bedeutet das für den Möbelhandel? Der Möbelhandel und besonders mittelständische Möbelhändler haben eine Strategie, die bedeutet, schließ dich in einem Einkaufsverband zusammen, dann hast du dieselbe Ware, die die anderen haben und das geht schon mal nicht schief. Und das sind auch gut verhandelte Preise, dann machst du schon mal nichts falsch im Einkauf. Dann gehst du zur ERFAS, zu Erfahrungsgruppen und da tauschst du deine Zahlen aus und die Strategien, die zu den Zahlen geführt haben. Und dann guckst du dir die Strategien von den anderen an, guckst dir ein, zwei ab und setzt dann diese Strategien um. Und wenn sie dieses Verhalten mit dem von Prozessionsspinnern vergleichen, dann ist das gar nicht so unterschiedlich. Es führt dazu, dass sehr, sehr viele ähnliche Möbelhäuser sehr, sehr ähnliche Strategien fahren. Das ist auf Dauer ungünstig. Was jetzt gefragt ist im Möbelhandel, ist Kreuz- und Querdenken. Es ist das Geschäft neu zu erfinden. 50% von dem, was der Kunde kauft, ist der Dienstleistungsanteil bei Ihnen. Es gilt darum, dem Kunden das auch begreiflich zu machen, es für ihn spürbar zu machen. Das heißt, was jetzt gefragt ist, ist darüber nachzudenken, wie ein Möbelhaus sich aufstellen muss, um auch in 10 Jahren trotz Internet, trotz Konzentrationswelle noch erfolgreich Möbel zu verkaufen. Eine Möglichkeit dafür ist unser Visionenforum. Da schließen wir uns 2 Tage weg mit den schlauesten Köpfen aus dem Möbelhandel. Von sehr, sehr großen Möbelhäusern bis zu sehr, sehr kleinen und ein paar Dienstleistern und denken wirklich 2 Tage kreuz und quer darüber nach, wie wir uns aufstellen müssen, um auch in 2020 noch zu den Gewinnern zu gehören.